Folge euch mit dem Handy. Also es ist eine total verrückte Geschichte. Jetzt sind hier die zwei vom Team Münsterland, haben jetzt hier schon Vermessungen gemacht und eingemessen. Und jetzt hat mich gerade die Susanne angesprochen und hat mich gebeten, weil ein Haus weiter, die Familie hat den Ben toll unterstützt, ob wir da auch mal gerade gucken können und vielleicht helfen können. Also es läuft alles. Morgen sieht es hier anders aus, morgen Nachmittag schon. Und Team Münsterland ist hier, extra hier hingefahren, hat jetzt ausgemessen, eingemessen und wir gehen jetzt noch zu einem anderen Grundstück, schauen uns das noch an. Und ich finde das unglaublich, wie gesagt, Team Münsterland, das ist echt der Hammer, ganz fettes Lob an euch alle. Und die haben mir gerade Sachen gezeigt, WhatsApp gezeigt, die ich gelesen habe, wo ich mich nicht zu äußern möchte, aber was hier an Hilfe ankommt, unfassbar. Also wirklich unfassbar. Ich frage jetzt die Susanne, ob ich noch was filmen darf. Ich bin live, ist das okay? Oder? Ja. Also eine ganz besondere Frau, weil du warst eben total emotional und hast gesagt, wir müssen, dein Wunsch wäre es, dass wir mal rübergehen und da auch mal gucken. Und dass du ja die Hilfe gerne auch abgeben würdest, aber das, was wir hier machen, steht dir zu. Und das andere ist wieder eine andere Geschichte, die wir uns jetzt anschauen. Unabhängig von dem, was hier passiert. Ja. Das ist mir echt eine totale Herzensangelegenheit einfach, weil das eine total liebe Familie einfach ist. Und die uns, obwohl sie selber so sehr betroffen sind und überhaupt gar nicht versichert, uns so unheimlich geholfen haben in der ersten Zeit. Die haben es möglich gemacht, dass der Ben betreut werden konnte, dass wir hier den ganzen Müll, Schlamm wegbringen konnten. Wir haben erst eine Absage von der Einrichtung bekommen und dann hat die liebe Chrissy da angerufen und hat das möglich gemacht, mit denen geredet, dass wir ihn dann doch dorthin bringen konnten. Tagsüber, die haben dann einen Raum zur Verfügung gestellt. Und zu Paulas Geburtstag haben die dann noch ein Holzpferdchen gebracht, obwohl die selbst eine kleine Tochter haben, die sich eins gewünscht hat, um uns eine Freude zu machen und uns zu unterstützen und selber sind sie gar nicht versichert und haben ebenfalls alles verloren, das Haus zerstört. Sie wohnen auch nicht in dem Haus zurzeit und haben auch ein großes Grundstück. Die Brücke ist kaputt und ja, es ist mir einfach, ich würde so gerne Danke sagen für das, was sie getan haben, aber ich kann es halt zurzeit auch nicht als mit Worten. Ich habe gedacht, ich bin so frech. Wir schauen uns das jetzt mal an. Und frag einfach mal nach. Immer frech sein. Wir wissen das ja selber nicht, wo wir helfen können und deshalb, wenn ihr aus dem Münsterland schon mal hier seid, machen wir. Das ist eure normale Arbeitskleidung im Münsterland? Das ist normale Arbeitskleidung, jawohl. Finde ich super. Nicht so, wie ich hier rumlaufe, wie so ein Schluffi. Oh, ne? Sag das nicht. Sag nichts. Wir gehen jetzt rüber und freuen uns, wenn wir helfen können. Deshalb sind wir alle hier, ne? Ganz genau. Also, dickes Lob ans Münsterland. Ja, alles gut. Grüß mal die Jungs zu Hause. Grüße. Ich zähle auf euch, ne? Echt klasse. Wie lange seid ihr gefahren? 2,5 Stunden. Lief nicht so gut, ne? Ja. Autobahn war voll, ja, war Freitag, ne? Ja. Bester Reisetag. Ist so. Ja. Ne? Dann wollen alle weg aus dem Münsterland, deshalb standet ihr im Stau. Richtig, ganz genau. Okay, also nochmal Daumen hoch an euch. Klasse. Danke. Danke.